Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Um zu erfahren, was wir bis hierhin alles erlebt haben, solltest du dir die vorherigen Folgen anschauen. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch einfach mal ein Däumchen unter dem Video. Ich würde mich freuen. Und nun viel Spaß. Da. So. F. Ich bin sogar verletzt. Warum? Ja, von dem Schwein noch vom letztes Mal, glaube ich. Ah, das sehen wir noch vom letzten Mal. Ja. So, jetzt kann esse ich Löwenzahn, das geht auch zum Heilen. So. Dann noch trinken, hä? Ja, habe ich schon. Ah, jetzt weiß ich, warum ich nicht trinken konnte. Letztes Mal. Ich muss ja den Kessel zuerst auffüllen mit Wasser. Ja, das wäre gut. Weil ich bin an den Fluss gegangen. Ja, was mir mehr Sorgen macht, ja, sind die Typen da hinten. Ja, wir gehen gleich. Warte mal schnell. Die machen mir mehr Sorgen. R. So, und jetzt nochmal von vorne. Dieses Haus. Mhm. Wenn ich hier in die Kiste gucke, ist die Truhe rot leer. Mit roter Schrift leer. Ja, wenn sie leer ist, ja. Aber jetzt schaue ich schnell, wem sie zugewiesen ist. Ich schaue schnell in meinem Verwaltung. Also bei mir steht hier Andrina. Ah, jetzt bist du in der Verwaltung. Da kann ich nicht. Ach so, ja, dann geh. Ja, Verwaltung. Und dann Haus, Häuser 1, F. Einfaches Haus. Und dann schaue ich, wer drin ist. Andrina, oh, der ist dir zugewiesen. Das ist mein Haus quasi. Ja, genau. Ja. Also müssen wir jetzt für dich noch ein Haus bauen. Ja, aber jetzt gehen wir zuerst auf die Verbrecher, oder? Willst du nicht lieber erstmal, komm, lass uns erstmal für dich ein Haus bauen. Und zuerst Haus bauen, gut. Kannst du jetzt trotzdem neben mir quasi wohnen? Ja. Also das heißt ja nicht, das gehört zu einem anderen Gebiet oder so? Nein. Okay. Ich kann auch weiter weg, damit mehr Platz bleibt für Also, ja, warte mal, noch neben Baum. Ich nehme nur schnell die... Ich schlag mal ein bisschen Holz hier hinten. Ja. Nimm schnell den Stein weg, dann kann ich nachher schön bauen. Und du kannst schon mal anzeichnen. Ja, Moment. Sind Elche gemein? Eigentlich nicht. Oh, look, Henry. Eigentlich nicht. So, nimm jetzt den Hammer in die Hand. So. Hm. Stein nehme ich auch mit. Dann müssen wir müssen ja wieder genug Holz schlagen, damit wir auch Bretter machen können. Ja. Hier sind ganz viele Elche. Aber ich habe Angst, dass die natürlich. Nein, eigentlich. Der Fuchs. Ah ja, der Fuchs, du hattest recht, Andrina. Er hat von sich aus mich angegriffen. Ja, stimmt, der darf das. Nein, normal nicht. Normal ist ja, wenn man ihn nicht angreift, lässt er einem in Ruhe. Ja, normalerweise. Ja, aber jetzt ist ja alles verpackt gewesen, die Tiere. Mhm. Die haben ja nicht normal funktioniert. Kommt drauf an, wer fragt. Ach, Mensch. Was? Inventar. Da, so, Steinaxt. Gehen. Nein, so durch. Elche sind lieb. Es sei denn, ich frage danach, richtig? Ah ja. Asche auf mein Haupt. Weil Asche macht schön. Und schmecken lecker, ja, aber ich habe jetzt gerade noch die Wildschweine vom letzten Mal in der Tasche. Ich glaube, damit können wir uns erstmal über Wasser halten. Das sweet hin, ne? Als sei denn, die Elche haben irgendwas, was wir gebrauchen können. Das kann ja durchaus möglich sein. Du hast gesagt, ich soll ja nur die kleineren hauen, ne? Ja, ist egal, Andrina. Sie wachsen ja wieder nach. Erstellt euch mal ein Feld oder geht das noch nicht? Ich möchte jetzt erstmal, dass unsere Jill ein Zuhause hat und dann können wir uns um den Rest kümmern.
Das wäre jetzt das Allerwichtigste. Möchte ja nicht nur ich ein Haus haben, sondern auch Giglio, damit, wenn sie stirbt oder so. Nicht wahr, nicht wahr? Das Problem ist auch noch der Dünger, ja. Das ist auch immer eine meiner ersten Sachen, wo ich mache, das fehlt. Das fehlt. Aber da brauchen wir ja Dünger, oder? Das brauchen wir ja auch, das haben wir. Muss ja man den düngen? Achso, Wölfe sind zu aufdringlich beim Kuscheln. Ja. Ja, ich glaube, die, was mich ein bisschen beunruhigt, sind eher die Wildschweine und die Typen da am Fischerdingsbums. Am Fischerschuppen. Die machen mir mehr Sorgen. Aha. Ja, dir nicht? Bis jetzt nicht. Die Wölfe, die sind sehr aggressiv. Vielleicht sind sie wieder so verbockt wie das letzte Mal. Das Wildschwein, das um mich rumgelaufen ist? Ja. Plünderer und Banditen sind lächerlich. Ja. Mal schauen, ich hab, ja. Ich habe gedacht, wenn wir sie einmal dort besiegt haben, dass sie dann besiegt sind, aber you have me getäuscht. Das schauen wir. Hast schon vielleicht angezeichnet? Weil sie es jetzt gefixt haben, weißt du, dass sie wieder neu da sind. Aber theoretisch verschwinden ja dann die Tiere, wenn man neu mit haust. Ja, hast schon dein Haus angezeichnet? Ja. Hast auch schon überall Steinchen reingemacht? Nein, ich bin noch am Sammeln. Nein, ich meine Steinwand. Aha, nein, auch nicht, Andrina. Ja, mache ich gleich. Sind die Bärchen reif, ja, ne? Ja. Sommer, oder? Ja. Ja. Ich habe noch nicht mal angefangen damit, mit dem Häuschen. André, dann wird's Zeit. Ihr müsst etwas nahe dran bauen, das verhindert den Respawn. Ah, aber da kann man doch, wenn ich jetzt einen Schuppen oder so hinstelle, müsste das doch reichen, oder nicht? Wie war's? Wenn wir da näher ranbauen bei denen, verhindert das den Respawn, sagt Aha. Andreas. Ja, das kommt dann noch. Ja, ich da werden wir. Mein Haus. Ich sehe mein Haus nicht. Hä? Das ist schon. Hallo, Rebecca! Rebecca, Rebecca. Komisch. Oh, Rebecca kommt immer gleich mit einer Tasse Kaffee. Das finde ich gut. Also das finde find ich gut. Hä? Aha. Also ich habe keine Probleme, die Banditen fertig zu machen. Und bei dem einen bekommt man einen Bogen und Pfeile. Da hat man einen Vorteil. Ja, ja, also darum, es geht nicht um den Loot. Es geht nur darum, wenn wir die besiegt haben und da die ja so nah an unserem Haus sind, dass die dann auch wegbleiben. Ne? Die anderen können gerne wiederkommen. Das ist doch keine Steine. Ich stell mal ein paar Ratten fallen dort auf. Vielleicht geht ja eine der Ratten in die Falle. So, wo ist dein Häuschen? Ich habe keine, ich finde keine Steine. Was ist los? Steine habe ich ein paar, glaube ich. Warte. Ich habe keine. Warte, warte, warte. Ach nee, hier müssen wir da reingehen. K-I-J-K. LMS. 53 Steine, das reicht nicht wirklich. Oh, ne? Super. Da kannst du den Fundament machen. Ich kann nicht weiterbauen ohne. Wo ist mein Hammer? Stein. Da ist mein Hammer. Da ist Fundament. Guck, warte. Ja. Oh, ich suche ja, Steine. Schön. Das ist gut, Andrina. Dort. Bitteschön. Weiß ich zu wenig Stein. Ist das Spiel so dunkel oder täusche ich mich? Es wird schon wieder Abend. Wird schon wieder das Abend. Ist das so ist viel zu ist schnell. So schnell. Ja, ja. Das geht viel schnell. Viel, viel zu schnell. Ja. Also verglichen mit dem ersten Spiel, oder? Ist ja. Das schon. Ich habe breitwegerig gefunden, na guck. Mit Breitwegerich kann ich mich heilen, war ja, ne? Ja. Und auch Gänseblümchen, die brauchen einfach, du brauchst ein bisschen mehr, aber die gehen auch.
Das Kraut, Gänseblümchen, oh, guck. Und die gehen auch im Notfall. Ach, guck. Die sind einfach zu besiegen. Ein Fuchs hält mehr aus. Ja, mag sein, aber mich nervt es, wenn wir dann wieder einloggen. Das ist das Problem. Zu besiegen waren die einfach. Aber Ja. dass sie jetzt wieder da sind, das ist so ein bisschen das, was mich nervt. Ja, und wir haben noch nicht so richtige Waffen oder orthodox. Ich will dann, sobald es möglich ist, will ich ein, wie heißt das? Das für. Komm mal schlafen, das ist zu dunkel für die Ja, Aufnahme. komme, ja. Hallo, mein Kleines, ich tu dir nichts, keine Angst. Ich komme. Wo ist los? Ich hab noch eine Fackel, siehst du. Ah ja. Das sind eure Follower. Die Banditen sind unsere Follower. So, So. laufe. Voilà. Schlafen bis zum nächsten Tag. Ja. So, jetzt können wir auch wieder Wow. besser kicken. Ach, Komplett stimmt ja, ich habe ja erledigt. Loot auf, ne? Ja. Ach, das hatte ich ja vergessen. So, kann aus. Ich habe das So. Feuer mal in meine Hosentasche gesteckt. Aha. Gut, ne? Ja, ich versuche hier mal so den Wald so auszudüngen, dass es noch nach Wald aussieht. Ja. Also nicht alles auf eine Stelle, sonst kriegt mein armer Andreas noch mal ein Herzkasper. Kann ich ja nicht verantworten. Hallöchen, Stoppel. So. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen auf Steinsuche. Ja, das ist gut. Ich bin am Umstellen hier. Ja. Stöcke, also Holzstämme habe ich auch für Bretter. Du müsstest dann mal gucken. Musst mir nur Bescheid sagen, wie viel und hast du nicht gesehen, ne? Ja. Also. Irgendein Schlauer hat mir mal gesagt, im Winter ist es besser, Steine zu sammeln. Ja. Aber auch älter. Ich weiß aber nicht mehr wer. 20. Oh, hier hinten sind die Wildschweine. Ich bin in Wildschweinrichtung. Oh. Hast du noch Wildschwein oder sind die? Nö, noch sehe ich keins. Ich werde es dann Da. hören. Wenn Also es ich mich wieder umkreist. brauche 40 Bretter. Oh Gott, oh Gott. 40 Bretter. Ja. Kriegen wir hin. Hier hinten war doch irgendwo unser Schuppen, oder nicht? Da ist der Schuppen. Ich lauf mal hin und mach mal, ne? Muss nur aufpassen wegen der Schweine. So. Bretter. Nicht eins. Ach, Herr im Himmel. Heute genieße ich den Stream bis zum Schluss. Hab morgen Spätschicht. Das Ah, klingt schön. fantastisch. Ein Stamm gibt vier Bretter. Das weiß ich nicht, ich schaue nie nach. Ich mache einfach an drinnen. Ja, das ist schon tatsächlich wirklich schon lange, lange her. So, ich guck mal, wie viele Bretterchen ich habe. Brett. 34, ich brauche noch 6 Stück. Bretter. Aber die So, 40 Stück. Elche sind neu. Das letzte Mal hatten wir keine Elche hier. Nur Hirsche. Stimmt, die Irsche, Gell? ja. So. Ich möchte am liebsten an dem Haus nichts bauen und würde dir gerne das alles immer geben. Ich habe alles schon präpariert und drinnen. Ja, nicht, dass es nachher heißt, es ist mein Haus. Nein, das muss man eingeben in der Regel. Weißt du, erst der Schluss, glaube ich. Das kann man eingeben, wer dort wohnt.
Du bist sicher? Ja. Nicht, dass es nach heißt, es wäre mein Haus, ne? Toll, die Bretter reichen nicht, du hast sie verrechnet. Ehrlich? Sind aber 40. Da 20, 30, 40, oder? La, 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 la. Obwohl ist fertig oben. Weißt du, die waren für oben, die Bretter, oder? Ja, fürs Dach. Da fehlen noch 8. Hä? Ja, wenn ich es dir doch sage. Ja, ja, ich glaub's dir. Oh, danke, ist nicht ich hol noch 8 Stück. Ich hol noch 8 Stück. 10. Ich muss aber die 3 entnehmen, bevor hier ein Schwein wieder antrudelt. Micky, mein Micky, mein fast ein Flosser. Ich sag mal anderthalb Flosser. Ja. Such noch einen Baum. So, bestätigen. Ich glaube, meine Holzstämme reichen nicht. Ihr Wegelagerer am Spitzwegerich und all ihr Hübschett. Gruß der arme, einarmige Bandit. Okay, ich muss noch mal einen Holzstamm schlagen. Ich versuch's mal mit diesem hier. Oder warte mal, den lassen wir. Oh, nee, den nehmen wir. Nicht weit weg bewegen, falls das Schweinchen kommt. Dein Haus ist gleich fertig. Ja, ich komme. So. Ich nur nutze doch. Ja. Ich hoffe, du bist stolz. Ja, sehr. Gut gemacht. Na toll. So. Ja, ich nutze das doch. 48 Bretter, schreibt Andreas. Siehst du, du hast dich verrechnet. Verrechnet. Wieso? Ich habe 10 pro Seite. Das sind 4 Seiten, oder? Das gibt mir bei mir 40. Mein Baum kaputt, mein Holz haben wir kaputt? Nee, doch nicht. So. Ist denn irgendwo mehr? Weiß doch nicht. Zack. Tipptopp. So, jetzt. Jetzt. Nee, da ist immer noch was. Oh Gott. Eben, warte, das mache ich schnell. Ja, das kann ich nicht. Ich habe keine Holzstämme, leider. Ja. Huch, warte. Ich muss den Hammer in die Hand nehmen. So. Voila. So. Okay, Wieselchen. Dankeschön. Was? Wir added 30 Bits to Cat Wieselchen Bonus unlocked. F. Was? Oh Gott, was ist das denn hier? Was? Hä? Siehst du? Catwiesel hat mir 300 Bits gespendet. Und Twitch tut mir aufgrund dessen noch 30 Bits dazugeben? Wow, was ist denn hier los? Ui, Catwieselchen erstmal hallo und Dankeschön. Und Proxima auch hallo, einen wunderschönen guten Abend. So, sag das jetzt, dass das dein Haus ist. Z2. Jetzt tun ich schnell schauen. Also. F. Dankeschön. Da ist Andrina. Das zweite. Bonusbits an. RS zuweisen. Was ist denn da los? Warum kann ich mich nicht zuweisen? Hä? Vielleicht muss ich das machen. Ah, weil der Host bist. Weil ich der Host bin, ja. Komisch. Du musst mir halt nur sagen, wie es geht. Ja. Also in Verwaltung? Ja, ich kann nicht, ja. Und wenn du drin Verwaltung? Bist. Verwaltung? Ja. Nee, ich bin ja nicht da drin. Ich bin, ja, ich, aber jetzt muss ich raus, da kann ach so. Ich dir nicht. Ja. Ja, dann mach einfach, warte mal, geh mal raus. Ich guck mal. Ich bin raus. Oder? So, Verwaltung. Dann gehen wir auf Häuser, dann haben wir. Das zweite jetzt. Haus. Genau, das zweite, ja. So, und das dem Spieler zuweisen mit C. Nein. F. Mit F rein. Warte mal, ich bleibe in dem ersten. Du musst mit C zuweisen. Mach du das nochmal. Hä? Geh mal nochmal in die Verwaltung. Verwaltung. Ja. Aus. Klick auf das zweite. Einfaches aus. Ja, geh einfaches auf das zweite. Aus. Und unten dann F. C steht da, dem Spieler zuweisen.
das habe ich nicht. Und mach immer mit F Zuweisung. Ja, mach mal mit C. Verwaltung. Einfaches Haus, einfaches Haus. Ja, oben ist einer drin und jetzt müsstest du mit C. C, warte schnell. Das, ah, müsste, ja. Das müsste jetzt dein Haus sein. Ja, will's, ja. Hallo Jürgen! Jürgen, mein Jürgen, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt bin ich drin. Siehste, kannst du mal aus meiner Verwaltung gehen? Ja. Du musst doch schauen, was du machst. Die Tails anzeigen. Genau, da wohnst du jetzt. Ja. So. Schade, dass man das hier nicht raufpinseln kann, ne? Wohl, das kann man mit H. Anklicken. Warte, denn ich klick ja. Bei mir und du klickst bei dir. Nein, ich warte. Klick du mal. Also E und jetzt mit H, bist du sicher? H? Mit H, ja. Aber das? Du musst zu Andrina und jetzt Zuweisung verwalten, F. F? Und dann mit H. Ah, mit H. Ja, dann mit H. Dorfbewohner sortieren. Sortieren nach A bis Z. Ja, ich will die nicht sortieren. Nein. Ist das neu? Auswählen. F. Was ist das? Ich will die nicht sortieren, ich will die Zuweisung verwalten. Wo kann ich den Namen eintragen? Kann man das? Mal trage ich es immer ein, so. Das ist doch nicht. Geh mal rein, du Andrina. Ich geh mal rut. Geh du mal rein. Also warte.